Ich forsche auf dem Gebiet der Kryptographie. Das ist die Wissenschaft der sicheren digitalen Kommunikation in der Anwesenheit von böswilligen Parteien. Mit Kryptographie kommen wir in unserer vernetzten Gesellschaft eigentlich überall in Berührung, obwohl wir es im Idealfall gar nicht merken. Wenn wir zum Beispiel eine sichere Verbindung zu unserem Lieblings-Shopping-Server aufbauen oder wenn wir eine Instant-Messenger-Nachricht verschicken, die auch verschlüsselt wird. In all diesen Anwendungen steckt Kryptographie. Eine Standardanwendung in der Kryptographie ist die Verschlüsselung von Nachrichten. Bei der Verschlüsselung versuchen wir über mathematische Operationen die Nachricht so in einen Geheimcode umzuwandeln, dass nur der legitime Nutzer sie wieder entschlüsseln kann. Aktuell arbeiten wir an einer neuen Generation von kryptografischen Verfahren, die sicher sein sollen gegen Quantencomputer und dabei auch noch möglichst effizient sein sollen. Im Gegensatz zu klassischen Computern, also meinem Laptop oder meinem Smartphone, basieren Quantencomputer auf den Prinzipien der Quantenmechanik und sind deshalb in der Lage, alle gängigen Verschlüsselungsverfahren zu brechen. In meiner Forschung arbeite ich deswegen an einer neuartigen Kryptographie, die auch von Quantencomputern nicht geknackt werden kann. Die Grundlage dazu liefert die Mathematik, genauer gesagt die Geometrie. Und konkret arbeiten wir an hochdimensionalen mathematischen Gittern und versuchen, mit Hilfe von diesen mathematischen Gittern neue kryptografische Verfahren zu entwerfen. Musik.